Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stadtlandfluss Online mit dem Finn. Guten Tag. Und wir haben neue Kategorien, also zumindest teilweise, nämlich Küchengeräte und Namen rückwärts geschrieben und einen Entscheidungsgrund gibt es auch noch. Okay, los geht's. Krass, los geht's. Aber es ist schon wieder dieselbe Buchstabe wie bei der letzten Runde, ne? Boah, ich muss das Mikro echt für das Spiel ein bisschen weiter anders machen, weil die Tastatur ist echt. So, immer so. Mal was Unkreatives raushauen. Ach, bist du gemein. Hugo? Hobel. Hugo? Was für ein Hobel denn? Ja, ein Käsehobelding. Hä, Hugo? Was für ein Hugo wohl? Hä, was ist das für ein Hugo? Der, den man trinken kann. Ja, ist das eine. Ist das eine. Heißt das Ding von Käfer nicht Hugo? Ja, aber Hugo ist ja nicht. Ja, mal gucken, was wir finden. Also Hugo Boss gibt's ja, aber da fehlt halt 50%. Oh, da habe ich nicht dran gedacht, ich Idiot. Nee, Designer-Taschen von Hugo. Ich lasse es dir jetzt einfach mal drin, ja? OW Finn. Fasionette.de. Alles aber Hugo Boss. Wow, da. Hat niemand gesehen. Okay, warte, wo ist das denn, Hugo? Da. Was ist denn bitte frei dich für ein Name? Hä? Friedrich. Hä? F-R-E. Freilich. Freilich. Ich wollte Friedrich schreiben. Scheiße. Ist das ein Schreibfehler oder ist das? Ich hab eigentlich schon. Ja, dann lass ich's drin. Hanna. Oh, das war klug. Das ist ein richtiger Trollname. Das ist sogar Palindrom, Alter. Okay, wie dasselbe letztes Mal. Ja. Hinterlade 10 Kilometer. Das ist richtig unnötig. Was wolltest du schreiben? Hinter was? Scheidungsgrund, Hinterrücksaffäre. Ach so, okay, Hinterrücksaffäre. Wahrscheinlich. Komm, wir mit seinem hässlichen Schrank. Ort, wo ist er hinterm Auto? Ja, aber mit seinem Auto und seinem Streit, das sind so seine Dinger, ey. Ich denke beim Kacken an Hitler. Ja, ich wollte jetzt das, was wir letzten Mal nehmen, dass ich wirklich das beende, dass du nicht ready bist. Wie denn schon wieder PS, doch! Ach Gott. So. Ach Gott, Küchengerät ist so einschränkend. Gott, was ist mir denn da eingefallen? Mir fällt meine nicht mal ein, egal.
Nein! Panzer? Keine Ahnung, Entschuldigung, da war okay. Durchbrenner, wegmachen. Weißt du, dafür beendest du, ne? Weißt du, Küchengerät hast du auch nicht, warum beendest du denn dann? Ja, weil ich wusste, dass du noch Zeit hast. Pierre, wow! Willst du mich verarschen? Ja, mir ist das meiner nicht mehr eingefallen, aber ganz ehrlich, Pierre Michel, Philipp. Oh, wow, das müssen wir wegnehmen. Ja, das ist derselbe Name. Aber wow, da kannst du ja, wenn du eins hast, direkt beenden, wenn der andere noch keins hat. Das ist ja richtig behindert. Du hast nicht? Nee, weil ich habe ja auch immer überlegt, bis ich alles habe. Sowas ist wenigstens okay. Annähernd. Das tut mir leid. Oh Mann, ich weiß gar nicht, woher du diese Antwort hast. Prä war ich noch nicht fertig hier. Da wollte ich irgendwas Geniales hinschreiben. Parkhaus. Pudding. Prä. Ja, finde ich okay, die Ergebnisse. Ja, boah, ich drückt er immer weg hier. Ja, ich überlege halt, bis mir halt okay, oh hier. Gott. Küchengeräte. Ich weiß leider nicht, ob man den so schreibt. Ich glaube, es gibt keinen Namen, der rückwärts auf J endet, oder? Habe ich gerade auch überlegt. Nein, das mache ich jetzt nicht. Ich hatte. Oh Gott. Ich weiß. Ich hatte die auch. Ich hatte die auch bei Superkraft, ne? Nee. Oh, schade dann. Boah, ich erkläre es dir gleich. Ach Mann, mir fällt aber wieder nichts ein. Was benutzt man in der Küche denn? Mir fällt nicht mehr Lebensmittel mit J ein. Eine Marke. Ach Gott. Jeremiah Johnson? Nee. Also du kannst wegmachen, wenn du alles hast, außer Name rückwärts. Weil wow. Ich glaube nicht, dass dir da was einfällt. Was, wenn mir da nichts einfällt? Ja eben, du musst das nicht haben. Du kannst das freilassen. Okay. Aber die anderen sollte vielleicht haben, oder? Obwohl Küchengerät... Ich weiß es nicht, ich kenne mich jetzt in der Küche nicht aus, aber... Ich habe was bei Küchengerät, okay. Ich bin mir nicht sicher, ob das zählt. Marke. Heißt das so? Okay, dann habe ich... Ach, Mann. Echt? Jabra, Gott. ZZ, Alter. Ich habe eine Box von Jabra, so 2 Meter neben mir stehen. So eine ist das ein Küchengerät, der Juckelhammer? Was ist denn Juckelhammer? Jean Giroux, Joshua Kimmich, ja. Der Juckelhammer, ja, Giroux. Schreibt man den mit O-U-R-O-U? Aber du weißt ja, wer. Ja, ist egal, mit J auf jeden Fall. Das reicht ja. Jeder mal... Joshua ist keine Beleidigung. Ich find das aber schon. Ich will, dass das weg ist. Jerusalem finden ist echt der unnötige Superkraft. Klick Joshua weg. Nee. Jerusalem. Joshua loben ist doch keine unnötige Superkraft. Er ist eine ja, nee. Entscheidungsgrund Joshua. Okay. Joshis Wohnung. Hä? Nicht alles wegklicken. Weißt du, das habe ich durchgezogen und dann dachte so, ich denke mir im Kacken an, da schreibst du jetzt nicht dahin. Oh, jetzt hast du es. Ah, oh Gott. Finn? Ja? Ich will, dass du es wegklickst. Nee. Das ist nicht witzig. Aber ich wurde, glaube ich, alles abgezogen jetzt gerade. Okay, Marke. Ich hab zu viele Marken mit B, Alter. Ja, 2 fallen mir gerade ein. Ach Gott.
So. Nee, da schreibe ich was anderes hin. Ich will ja nicht einfach dasselbe reinschreiben, das wäre blöd. Name mit B, der, also Name rückwärts, der damit, also der mit, Name, der mit B aufhört quasi. Name, der mit B aufhört. Okay. Also mir fehlt nichts. Aha, ich habe jetzt bei fast allem was, außer bei rückwärts. Ja, dann machen wir da. Hast du auch nichts, okay. Ja. Bugatti Brose, okay. Ja. Brett zum Schneiden, brauchbare Salzsteuer, ja. Oh, mein Brauchbar, seit Jimmy Briand spielt bei Ja, Karim Bellarabi solltest du kennen. Nee, wer ist das? Kloppter Spack Berliner. Berliner ist für mich keine Beleidigung. Ja, oder? Wenn du aus Berlin-Mitte kommst, dann bist du. Ach gut, Spandauer ist doch, vielleicht eine Beleidigung. Das ist keine Beleidigung. Na gut. Aber uns ist die Superkraft gleich mal Tüchern bzw. Berlin finden. Also Berlin finden ist doch keine unnötige Superkraft. Aber Jerusalem finden ist unnötig, ja? Stimmt, scheiße. Aber Berlin mögen ist kein Scheidungsgrund. Ja, für mich schon. Weil meinetwegen böse Gedanken sind. Blumenbeet, Berlin. Alter, willst du mich verarschen? Also ich denke mal, packt an Berlin. Geil. Nee, das wollte halt ich da stehen und dachte so, nee. Das will ich aber anfechten. Ich glaube, dass man in Berlin guten Sex haben kann. Ja, aber finde ich nicht so gut. Blumenbeet nicht. Weil ich habe erst Badezimmern geschrien, da habe ich mir gedacht, weiß ich nicht. Also ich wow. Wo ich mir sicher bin. Also für Berlin will ich anfechten. Ja, ist egal. Wir warten jetzt einfach, bis Zeit abgelaufen ist. Bisschen Spaß, ey. Ich denke an Beeren. Ja, aber ich glaube, wenn einer das wegkreuzt von zwei, dann ist das quasi, dann fliegt's raus. Marke mit G. Oh, letzte Runde. Nein. Auch mit dem anderen Buchstaben einfach anfangen. Nee, kann man nicht, okay. Gott. Was gibt's denn für einen. Oh Mann. Muss man den Namen haben? Gibt's da einen? Ich hab mir noch nicht drüber Gedanken gemacht, aber. Ich glaube fast nicht. Der dann halt Nachname, was halt auf. Oh, sorry, auch immer blöd, ja gut. Ja. Mhm. Küchengerät, Giotto-Schale. Ja, da tun halt die Giottos rein. Was ist denn grüner Salzstreuer? Ja, du kannst da cooler Salzstreuer bekommen, googeln und du findest einen grünen Salzstreuer. Ja, wenn du Giotto-Schale googelst, findest du wett noch eine Giotto-Schale. Probier ich jetzt aus, ne? Ja, mach das. Ich finde, es gibt da wirklich eine Schale. Aber das ist keine Giotto-Schale.
Giotto Kirchen Neapel Sakrament 1856 ist da drauf. Ist eine Schale mit dem Sakrament, wo Giotto. Nee. Das ist kein Küchengerät. Nee, also nee. Okay, ich sehe es ein. Schade. Gianluigi Buffon, ja, Gerd mit. Ach Gott. Gerd mit D, Alter. Ja, kann ja sein. Egal. Gibt's beides. Ich weiß nicht, wie mit denen schreiben. Geigenbeschädiger Grün. Grubengraben und Grün auf. Grube. Was ist denn Grün aufsprühen? Aufspüren. Hä, wie Grün aufspüren? Die ja, Farbe du findest quasi Grün. Du hast einen Sensor und dann siehst du alles Grüne. Kannst das quasi aufspüren, alles Grüne. Alter, willst du dich verarschen? Grün aufspüren. Aber Jerusalem finden, ja, oder Grubeb. Grubeben. Grubebenkram, ja. Das ist eine Kombination, die sollte man vielleicht nicht haben. Weißt du, sollte man nicht haben? Kurz mal Sex und groß sein. Ort, wo Sex nicht so gut ist, Grunewald gegenüber vom. Was? In Berlin, Stadtteil Grunewald. Ich glaube, dass man im Grunewald keinen guten Sex haben kann. Aha, aber in Berlin kann man das, oder wie? In dem Wald. Ja, und? Dann darfst du bei W auch nicht Wald hinschreiben. Doch, im Wald schon, aber du kannst ja da. Aber Grunewald ist ja ein Wald. Ja, aber es ist ja, Berlin ist auch eine Stadt. In der Stadt kannst du auch, oh Gott. Nein, ich will, grüne Blattläuse ist okay. Grünland. Ich denke auch immer beim Kacken an 440, Grünland. Nur weil du alles mit Berlin weggestrichen hast. Oder? Kann man das sehen? Was? Dritte Runde J. Kann man nicht sehen. Vierte oder Runde doch, kann man. J, was habe ich da weg? Ja, Berlin ist weg. Ah ne, Berlin finden ist drin. Das ist nur, weil du den Juckelhammer weggestrichen hast. Wow! Ja, obwohl, es wären nochmal 10. Hättest du 10 wieder, ich hätte 10 mehr. Ich hab übrigens mit meinem Dislike die ganzen Joshuas weggenommen. Joshua loben, Joshua. Ach, stimmt, genau. Mögen, das Joshua war ja noch. Da hast du überall 20 bekommen. Ja. Statt jeder 10, 20. Das ist 20 Differenz. 20, 40, 60. Ja, gut, hätte ich schon locker mit Joshua allein eingeholt. Nee, also, ich habe gewonnen, weil Joshua ist im Ernst wirklich eine Beleidigung. Das ist keine Beleidigung. Schreibt das in die Kommentare. Nee, ganz ehrlich, dann gehe ich jetzt auch. Da. Tschüss. Ja, wisst ihr was, Leute? Tschüss. Tschüss.